Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Nacht zu einer neuen Folge von Beyond All Reason, was eigentlich praktisch ein Open-Source-Klon ist von Total Annihilation oder für die etwas Jüngeren von euch Supreme Commander, was der Nachfolger von Total Annihilation war. Mit dem Unterschied, ja, Open-Source, ne, ist für Umme. es gab auch schon Tournaments, wie ich hier gerade gelesen habe oder was. Er ist ständig irgendwo was am Downloaden und am Cachen und das ist, ja, RTS, ne? Real-Time Strategy. So, wir machen jetzt einfach mal ein Skirmish. Ich laber jetzt nicht lange rum. Der Spaß an der ganzen Sache ist, es wird irgendwann so massiv, weil irgendwann bauen beide Seiten so viel Einheiten, weil es die Ressourcen rennen, die gehen nicht aus, sagen wir so. Es gibt so Metall-Deposits und natürlich Möglichkeiten zur Stromerzeugung, aber die gehen nicht leer. Es gibt nur immer weitere Möglichkeiten, sag ich mal, Ressourcen zu erzeugen. Ich kann auch irgendwann aus Strom Metall erzeugen, wie das gehen soll. Ne? Keine Ahnung. Und dann ist halt irgendwann so massiv, man baut noch mehr Fabriken und noch mehr Einheiten und es gibt Schiffe, es gibt Flugzeuge, es gibt Roboter, es gibt Panzer, es gibt alles Mögliche. Es ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr extremes Spiel. Ich habe das schon zweimal versucht aufzunehmen, habe dabei vergessen, ne? Das Mikrofon, die Mikrofon noch ein bisschen Saft zu geben. Die Phantomspeise nicht angeschaltet. Das heißt, ich hatte irgendwie 1,5 Stunden Aufnahme ohne Gelaber. Und das wollen wir noch nicht. Also, falls ihr das doch wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Aber so ohne Kommentatoris ist es doch ein bisschen langweilig. Ui. Sind wir da eine Gruppe oder sind wir... Ne, wir sind 4-4, ne? Also ich wähle mal Armada, bleibe ich mal. Das Lustige ist, wir sind jetzt eigentlich schon in der Karte. Wow, ist auch hier mal eine andere. Boah, wow, das sind Bollwerke hier. Das sind übrigens die Metalldeposits. Und ich kann jetzt, bevor der ganze Spaß losgeht, kann ich mit meinem Commander schon mal... Please choose your starting location. Ja, ich bin noch am Erklären. Kann ich mit meinem Commander schon mal sagen, okay, ich will jetzt hier anfangen. Ich gebe es mal hier hin. So, da werde ich hin. Und dann kann ich ihm schon mal in der Queue mit Shift, ne? Kann ich ihm sagen, so, bau mal 2 Metallextraktoren. Dann bau 2 Solarkollektoren und dann nochmal Metallextraktor. Und dann kann man wegen mir. Vehikel oder Bots. Ich muss sowieso alles bauen. Weil das sind hier zum Beispiel, hier kann ich es nur kurz erklären, Tech One. Es ist immer so, man. Eine Einheit kann immer in Produktionsgebäude ein Level höher als in selbst sozusagen bauen. Also wir können mit unserem Commander können wir Tech 1 bauen, mit dem Tech 1 Lab können wir jetzt einen Bot bauen, der ein Tech 2 Lab bauen kann und so weiter und so fort. Und das geht für alles Mögliche. So, jetzt können wir mal, zack, so, das Ding, das reicht mal. Ja, das habe ich wieder aufgehoben. Oh, ich bin auch ein Schaf. Nein. Wir machen jetzt mal das als erstes. Ne, der ist nicht mittig, nein. Das als erst. Dann das. Dann haben wir noch hier. So. Und dann haben wir noch den dritten. So, wir sagen es einfach mal ready. So, Game Starting in 3, 2, 1. So, zack, und das fängt ja schon sofort an. Also, ich kann auch so ganz normal steuern. Ich würde jetzt, wenn ich mit rechter Maus so hinklicke, würde ich jetzt was anderes machen. Und so kriegen wir erstmal Ressourcen. Die sind da oben. Sehen wir erstmal Verhältnis zwischen Verbrauchen und zwischen Einkommen. Ne? Wir können eine Grenze definieren, die wir immer haben. Genauso Energie. Wir sehen jetzt, die Energie geht jetzt ein bisschen runter. Deswegen bauen wir jetzt mal kurz. Wahrscheinlich sogar ein Solarding gereicht. Ich brauche eine andere Build-Order. Ja, genau. Alle meine 4 Kollegen sind auch hier mit mir. Das heißt, ich mache jetzt nochmal ein Bottle-Lab hier dran. Und dann gucke ich mal, was der so macht. Die gehen auf Wind, okay. Der ist noch ein bisschen langsamer. Der ist noch ein bisschen langsamer. Ja, ich hätte wahrscheinlich 1 auch gereicht. Müssen wir mal gucken. Aber dadurch bin ich jetzt energiemäßig auf der sicheren Seite. Könnten wir nicht gleich mal hier vorne. Aber nee. Was man natürlich auch machen kann, man kann beim Bauen helfen. Das heißt, wenn der hier fertig ist, können wir dem gleich einen Bot bauen lassen. Und der kann helfen.
Und danach, das ist unser Rally Point davor, bauen wir einfach mal so ein paar. So, und dann werde ich mit Öss, kein Saft mehr. Bauen wir mal hier nochmal. Hat doch nicht gereicht. Oh nein, was haut der sich denn? Geht der hoch? Der geht da hoch, ne? Ja, der geht bestimmt da hoch. Da will ich aber auch hin. Ah, der baut die da vorne noch an. Würde ich mir gerne den da oben noch holen. Machen wir so, mal dann den hier drauf, Zacki. So, das heißt, der schlappt jetzt hier ganz gemütlich da hoch. Wenn der... Ah, kommt er überhaupt hoch? Kommt er von vorne gar nicht hoch? Haha, ich komme nur nicht hoch. sind hier noch welche? Ah, da oben ist noch einer. Aber was sind das für komische Treppen? Da kann das sein, dass da nur Bots hochkommen? Also mit Füßen und keine Dingsfahrzeuge? So, wir nehmen uns mal 5 Stück. Und dann latschen wir hier hin. Der hilft hier mit. Wir müssen zeitig gucken, dass wir noch ein Advanced Bot... Ah ja, das muss ich jetzt auch noch bauen. So. Das kann jetzt kurz ein bisschen dauern. Wir brauchen trotzdem mal ein paar Einheiten. Sind hier oben noch welche? Da sind natürlich auch noch welche. Ah, oh, hier sind auch noch welche. Oh. Oh. Das ist die Frage, wie ich mit meinem Commander dahin latsche. Wenn der es da oben fertig hat. Also das hier noch Amphibious. Amphibious bringt jetzt hier reichlich wenig. Wie gesagt, es gibt auch Schiffe, ne? Auf der Karte ist jetzt nicht so angebracht. Dann gucken wir mal, wie lange der hier braucht. Sonst muss ich hier, glaube ich, gleich nochmal... Komm, bau du, bevor du da runterlatscht. Ich baue hier nochmal sowas. Und dann bau mal Zacki, Zacki, Zacki. Gucken, ob wir da irgendwo dann langkommen. Und dann kann er wieder dahin zurückkehren. Aircraft spotted. Mhm. Ah, hier, das da. Was ist die minus 14? Der zieht minus 12. Und der kommt halt kaum dazu, weil nicht so oft noch Kohle da ist. Naja. Oh, der expandiert sich hier schon mal raus. Das soll mir recht sein. Naja, okay, unser Kollege, also unser Commander muss da leider außen rumlatschen. Ich glaube, ich muss da oben mal eine Luftabwehr oder sowas draufsetzen. Es ist immer so ein bisschen so, ne? Ich meine, ich kann jetzt auch selbst, wenn der jetzt hier helfen würde, wir sind im Negativ, was Metall angeht. Es geht nicht schneller. Baut der schon Metallwandler? Nee, macht er nicht, ne? Der Ding gar nicht angezapft. Es ist halt... Nee, mal gucken. Es sind halt doch ein bisschen Strecken. Und so schnell läuft das Zeug natürlich auch nicht. Was die Spielgeschwindigkeit halt ein bisschen runternimmt. Was sind das hier? Boah. Und da oben drauf ist eine Bertha. Also Bertha ist eine riesige, dicke Kanone. Boah, das wäre... Wow. Oder allein auch nur so normale Geschütze. Das wäre schon cool. Boah, das machen wir. Das machen wir. Der baut noch ein bisschen vor sich hin und dann hier schleicht... Oh, unser Commander schleicht auch vor sich hin. Oh, da ist... Ich habe gelb gesehen. Mhm. Okay. Ich glaube, ich gehe auch mal mit meiner Truppe hier so ein bisschen vor.
Die werden mich eventuell brauchen. So. Ja, ich laufe ganz langsam. Wie lange braucht der noch? Auch nicht mehr so lang. Denn wir können lustigerweise nur mit dem Level 2 Construction Bot erweiterte Metallextraktoren bauen. Ich weiß nicht, ob das. Ich mache das eigentlich immer so. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich glaube, die KI geht mehr auf Energie, oder? Dass sie Energiewandler nimmt. Oder versucht erstmal normal sich auszubreiten. Dann machen wir kurz nur mal einen Energiespeicher. Nachdem er damit fertig ist, damit es auch hier keine Lücke gibt. Weil das ist gleich fertig. So, hiermit bauen wir den Advanced Construction Bot Duel. Warte mal, bleib du mal da. Schützen die mal ein bisschen. Komm du mal hier zurück und bau du mal hier noch einen drauf. Mit natürlich Raketenwerfern in der Ecke. Und dann hier ein bisschen in Sicherheit. So. Ja, jetzt mehr gerade ein bisschen. Hier mal anfangen, noch ein paar bisschen für Energie zu sorgen. Ich habe noch keine so. Also Energieerzeugung ist mehr, gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Sonne und Wind. Das ist ein sehr ökofreundliches Spiel. Es gibt auch Thermalquellen, wo ich jetzt hier noch keine gesehen habe. Oder man baut einfach das gute alte Atomkraftwerk. Ja, ist ja immer super. Gibt auch Fusionsreaktoren. Hoch. Oh, der ist fertig. Sehr schön. Das heißt, da könnten wir schon mal. Ja, könnten schon mal anfangen. Wir machen jetzt ein Reclaim. Das heißt, wir können auch das Metall, was wir verbaut haben, wieder ein bisschen wieder aufsammeln. Und dann einfach einen Advanced Metal Extractor, der ungefähr das Dreifache bringt, wenn nicht noch mehr. Da geht es durch ein bisschen unsere. Obwohl, geht. Geht. Kriegen wir hin. Eine größere Laserkanone kann ich nicht bauen, ne? Nee. Da muss ich später dickere drauf machen. Da muss ich mir den Bot drauf. Das ist auch. Das brauchen wir auch nicht anfangen. So. Energie ist ein bisschen critical. Also das ist unterhalb von diesem Ding, genau, für die Energy Converter. Also wenn ich jetzt irgendwie... Da könnte ich mit... Könnte der Advanced bauen? Der kann Advanced bauen. Mach mal Advanced hier hin, wenn du fertig bist. Wir haben eigentlich hier genug gerade. Kann ich dem sagen, mach die nicht. Nee, geht nicht. Ich könnte sagen, lauf dann dahin, aber das macht auch nicht wirklich Sinn. Dann könnte ich mit meinem Commander hier ein bisschen helfen. Ich muss noch ein paar Einheiten bauen hier. Ich baue nochmal zwei so Wuffis. Hilft er mir? Das ist eigentlich auch ganz nett. Ich meine, also die anderen Leute können einem helfen. So wie ich jetzt ihm helfe. Reclaim den hier. Achso,
Da sollten wir vielleicht hier hin. Das ist nett, dass ihr ein bisschen Ding hinbaut. Ein bisschen Verteidigung, das finde ich angenehm. Oh, in der Regie ist ein bisschen ein Problem. Wenn ich mit dem weggehe, ja, dann geht's wieder. Bau du mal nochmal ein Metal Storage. Das ist eigentlich ganz ungeschickt, dieses direkt nebeneinander zu bauen. Weil, ne, dann ist ja halt auch alles weg, wenn er mal ein Bomber kommt. Tata, Anti-Swarm-Bot. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Low power. Ich merk's. Es wird gleich noch schlimmer werden, wenn der noch anspringt. Aber die schalten sich automatisch ab. Der wird gar nicht anspringen, weil er hier unter dem Limit ist. Deswegen bauen wir mal mit dem noch ein bisschen Solarzellen nach. Wenn ich mal den Rally-Point da unten. Habt mir doch. Da steht der da rum. Wir müssen jetzt mal langsam ein bisschen Einheiten spammen. Sozusagen. Kann der. Oh, der kann die dicken Kanonen bauen. Das heißt, ich baue mit dem noch. Nee, ich baue mit dem hier nochmal einen normalen Construction-Bot. So. Du, reclaim den hier mal. Ich kann auch sagen, dass der dem hilft, wenn ich sage, du guard den hier. Dann hilft sie ihm automatisch. So. So, bleibt denn der da stehen? Ich muss auch irgendwann mal anfangen, ein Atomkraftwerk zu bauen. Ja. Weil Thermal Dingsbums kriege ich hier nicht. Tech One Construction Bot. Wir bauen das nochmal so in Advanced, was soll's. So. Minus 900. Wurden gerade zu viel gezogen. Boah, okay. Das zum Geier. Das wackelt doch wie Sau. Kann doch nicht zielen. Und warum laufen die nicht weiter? Das gibt's doch nicht. Rally Point. Hier. Ich habe es hoffentlich von der Fabrik genommen, ne? So. Ich kann ein bisschen rauszoomen. Du als nächstes reclaim das da. Brauchen mehr Energie. Naja, der baut hier echt schon. Ja, ja, ja. Gehen wir mit meiner einen Truppe hier mal schon mal rein. Und helf mal ein bisschen. So, ups, das hat gut, der Verlust von dem kleinen Kraftwerk war jetzt nicht so wild. Von dem kleinen Extraktor. So, Moment. Können wir ein bisschen. Wir bauen gerade keine Einheiten, oder nur eine. Habe ich da jetzt nochmal einen Advanced Construction Bot? Ne, habe ich nicht. Ah, hier.
Ihr bleibt natürlich alle hier. Hat er die, der bewacht die? Okay, gut. Ich habe noch einen normalen. Ich will aber auch nochmal einen ganz, ganz stinknormalen hier haben. So, brauchen wir einen ganz normalen. Dann haben wir noch ein paar. Dann kann der nämlich hier oben hin. Und kann die ersetzen. Haben wir jetzt gerade wieder ein bisschen mehr? Ja, wir haben wieder ein bisschen mehr. Ach, das ist ein normaler. Nein. So. Können wir dem noch irgendwas machen? Wir können natürlich Early Warning Gedöns. Ah ja, mit dem könnten wir jetzt mal hier oben. Hahaha, das wollte er machen. Zwei so fette Kanonen bauen. Unser Commander folgt uns dann hier. Aber wir haben ja hier auch noch Zeug da. Und er kann eigentlich schon mal. Ein Dingens anfangen. Und dann war manchmal auch immer eine gute Idee, zumindest habe ich es früher mal gemacht, meine Nuclear Power Plants in Mauer einmauern, damit die ein bisschen mehr aushalten. So, habe ich noch irgendwo. Habe ich nicht nochmal ein Dings gebaut? Hier sind sie. Ach, guck an. Ach, wir machen jetzt mit dem mal kurz eine Reihe an Energiekonvertern. Der kann hier noch ein bisschen. Luftverteidigung bauen. In der Zwischenzeit, damit uns das Metall nicht überläuft, brauchen wir hier mal ein bisschen mehr anderen Scheiß. Dann können wir das ja mit dem hier raufhören. Warte mal, wir bauen hier einfach mal eine Vehicle-Plant. So, wenn ihr hier baut, geht es jetzt mal ein bisschen runter. Hier. Ist das geklärt? Okay, das ist geklärt, Tatsache. So. Was wird's gemacht? Wie komme ich denn wieder raus? Hilfe! Was für Falschfarbendarstellungen. Ich will hier wieder raus. Battle paused. Hä? Battle started. Warte mal. Battle paused. Battle started. Nee, Kamera. Kameramodes. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, das ist gut. Aber, was ist für eine Kamera? Ach, Control Plus oder was? Wow. Sachen gibt's. Und sonst kann ich. Okay, ja, ich will sowas. Alter, was denn? Wir bewachen mal dieses hier. Das ist mir so gerade mal wurscht. So. Wie geht's denn hier voran? Ja, das geht eigentlich einigermaßen. Und wieso? Geht der Rally Point hier nicht? Kann man das jemand erzählen? Warte mal, der hat auch Rally Point hier unten. Das ist die Advanced. Und wenn wir gerade so viel Kohle haben, brauche ich mal 5 fette Panzer.
5 davon und 5 davon und, ja, gut. So, wir bauen aber noch gerade mal eine zweite Advanced, oder? Advanced Bot Lab. Ja, das brauchen wir eigentlich. Ach, haben wir schon zwei. Ach, ich wollte damit eigentlich hier ein Construction Vehicle machen. Hat er mich denn? Ja, gut. Nehmen wir das wieder. You're overflowing metal. Ja. Das ist nicht schön, ich weiß. Ich speichere hier gerade mal. So. Sind das All-Terrain Rocket Spider? Ja, kommt auch her. Ich verschwende Metall, das ist natürlich auch sträflich hier. Können wir hier noch was Dickeres bauen? Nee, können wir nicht, ne? Die Reichweite ist natürlich relativ lächerlich. Range 620, das steht da unten links. Einstellen. Was sind das da? Anti-Air Missile Battery, Bomb Resistant. Ja. Range 1100 irgendwas. Brauchen wir sowas noch? Wenn der gebaut ist, kann der eigentlich von den Dingen mehrere bauen, ne? Zacki, 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 zacki. Dann haben wir sowieso Energie ohne Ende. Was sind das? Wo rennen denn die hin? Kann der noch irgendwas bauen? Speicher bauen. Was soll's, wenn er gerade da steht. Auch mal dahin. Der baut jetzt noch einen von den Dingern und dann kann er von diesen Panzern bauen. So. Okay, hier sind wir eigentlich, was die Waffen angeht, erstmal safe. Das heißt, wir gehen jetzt mal wieder hier zurück. Nur ein Advanced? Ach nee, ich hab da. Ach, da oben war noch einer. Hab ich ganz vergessen. Reclaim. Zack. Da wollte ich ja auch noch erweiterte Dingens bauen. Ah, der kann nämlich auch fette Bär. Basilika heißen sie ja, okay. Ich meine, aber. Die hießen Total Inhalation, hießen die Bertha. Weil das wäre ganz schick, wenn wir so eine Bertha da oben bauen würden. Wahrscheinlich sind, mit den ganzen Bergen geht es, glaube ich, gar nicht. Aber ja, mal sehen. Mal sehen. Ah, eins gibt es nicht mehr. Da, hallo? Dankeschön. Hallo, Steuerung 1. Steuerung 1. So. Wo geht's denn hier ab? Wie geht's ab? Wo sind die Party hier? Ist hier so halb durch. Ah, wir haben Energie. Oh, haben wir Energie. So, du bau mal hier Advanced Vehicle Plant, weil ich brauche relativ viele Panzer. Reclaim Patrol Guard. Den hier. Damit der ein bisschen schneller geht. Du auch mal Guard den hier. Kommen die Fahrzeuge da raus, wenn er da steht? Ich hoffe es mal. Wenn ich abbreche mit Bauen, das baut sich dann wieder ab. Das verschwindet dann mehr oder weniger. Das, heißt, das verrostet dann, wie auch immer das nennen mag. So, sind meine Asenungen sind voll angekommen. Sehr schön. So. Weiter geht's.
Schön. Sind die verlassen? Nee, das ist Metall. Ja, komm. Wir helfen euch mal allen. Und da rennen wir nicht mal rein. So, ist immer da oben natürlich noch. Können wir sagen, Reclaim. Oh, der Commander ist schon mal weg. Den kann man auch wieder auf und wieder nachbauen. Das geht, ja? Aber ist halt, dauert halt ein bisschen. Was haben wir jetzt hier eigentlich? Hier helfen drei Stück zusammen, damit das mal fertig wird, ne? Ist eigentlich schon relativ viel. Wir hätten hier oben Reclaim gemacht und dann müssen wir wieder in den Metal-Extraktor. Hardened Ding Storage. Bauen wir. Soll der Geiz. Da rennen wir jetzt mal schön rein. Beim letzten Spiel war es dafür echt viel zu lange gebraucht. Ist auch schon eine halbe Stunde. Eine Dreiviertelstunde. Irgendwann hatten wir nämlich mal eine Atombombe. Und das gibt es nämlich hier nämlich, glaube ich, auch. Nuclear ICBM Launcher. Anti-Nuke System. Oh, das wäre noch interessant. Aber das müsste ich bei allen anderen bauen. Weil ich habe in einem meiner Kollegen weggenuked. Oh. 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 Was mich wundert ist, deshalb muss ich noch ein Nuklear-Dingens, Nukular bauen, noch ein Fusion-Reaktor. Dann bauen wir noch einen. Und dann bauen wir die Atombombe. Weapons of Mass Destruction. Of Mass Destruction, natürlich. Jetzt zieht er sich wieder zurück. Hey, wir sind noch Zeug. Guck mal. Energy Storage. Ich bin ja noch nicht fertig. Die kleinen Bots sind gar nicht so schlecht. Was sind das alles? Maze Plasma Bot und Rocketeer Bots. Okay. Oh, ich sollte mal ein bisschen was bauen. Apropos. Maze. Machen wir mal 5. Anti-Swarm. You're overflowing metal. Ja, ich bin ja. Ja. Ich weiß. Ach. So, du baust eine. Bau am besten gleich nochmal eine. Ich brauche, solange sie nicht läuft, ist nicht schlimm. Jetzt geht die Energie über ein bisschen runter. Geht die Energie aber ganz schön runter. Ja gut, die machen das relativ intelligent, die schalten sich ja dann ab. Hier oben sind wir soweit fertig. Was zieht der eigentlich an Strom? 100. Ich overflow Metal, das ist natürlich nicht so schön. So, dann bauen wir jetzt noch. Das Maze is being attacked. Ja. In Bewegung. Na gut, die sind jetzt bald weg. Boah. Okay, gut. Hier ist es nicht so gut. Ja, aber immerhin. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen was weggeräumt und habe ein bisschen gestresst. Das hat unser... Was ist das? Was ist das für eine Farbe? Türkis? Ja, Türkis. Kann hier mal ein bisschen aufräumen. Hier oben aus. Okay, Metal wird jetzt wieder. Aber zumindest mal mehr Storage. Kann ich hier irgendwas Kleines, Schnelles, Energiemäßiges bauen? Safe, Thermal. Nee, können wir nicht. Was ist das hier? Long Range Radar. Oh, Long Range Radar. Aber wir sehen ja nicht alles. Irgendein Kollege hat schon Long Range Radar gebaut.
tracks down stealthy units. EMP Anti-Nuke System. Bau dir einfach mal hier ein Anti-Nuke System. So. Da haben wir zwei von, das heißt, wir können einen auf Guard setzen. Dann haben wir hier immer noch einen, wo wir was, mal schnell was bauen können. Wo war denn dieses... Ach, das war mit dem erweiterten Dingenspot. Das war mit dem hier. Mit dem konnte ich ein Experimental... Nee, könnte ich nicht. Hä? Ach, das ist ein Tech 1? Okay. Habe ich noch keinen Tech 2? Ich habe noch keinen Tech 2? Okay, gut. Gut, gut. Soll mir recht sein? Das verstopft hier gerade so ein bisschen. Boah, das geht hier schon ziemlich ab, muss ich sagen. Ich komme wahrscheinlich gar nicht mehr dazu, den Nuke zu bauen. Aber ich habe gerade einen Powerplant gebaut und trotzdem bin ich noch im Minus. Was ist denn los? Was ist denn los hier? Na gut, ist gut, die schalten sich jetzt halt hier dazu. Dynamisch. Macht der mit? Ja, der macht mit, oder? Guard, den hier. Nee, er macht nicht mit. Der. Guard, den hier. Haben die gerade alle nicht mitgemacht? 4 Minuten, okay. Wenn das überhaupt, wenn ich das überhaupt nur erlebe, das ist so die Frage. Ich glaube, wir sehen nicht mehr, dass die Nuke fertig ist. Das wird nicht mehr funktionieren. Können wir hier ein bisschen reinschauen, was da so abgeht. Wir haben noch gar keine... Dieses Mal haben wir gar nicht so diese krassen Massenschlachten. Das war in der letzten Aufnahme irgendwie etwas cooler. Ja, der Gelbe ist jetzt auch halt bald Geschichte. Gucken wir, was hier noch so läuft. Soweit alles klar. Klärchen. Das ist das Anti-Nuke-System. Der braucht noch 3,5 Minuten. Weiß nicht. Wahrscheinlich werden wir es nicht mehr erleben. Niet, niet, niet. So, ist noch ein Advanced. Und der kann noch... Der kann dann noch hier den... Wo ist denn die Experimental? Da, Experimental Units. Das sind also die richtig fetten Bots. Ich frage mich, wie... Alter Verwalter. Heavy Assault Tank. Ja, aber von denen habe ich, baue ich ja schon die ganze Zeit, von den Bulls. Aber ich bin gerade... das heißt, ich baue eigentlich nicht, ja? So. Gehen wir ein bisschen aus dem Weg. Ja, ja. Der ist jetzt die Geschichte. Was kann ich jetzt hier? Control F1? Boah. Ja, das ist doch... Nein, das ist alles nichts. So, so das will ich haben. Ja, aber ich komme da gar nicht mehr an. Das kann ich gerade vergessen. Ich glaube, da machen wir eine 45-Minuten-Folge. Ne? Gerade am Stück, da brauche ich nicht, noch nicht aufteilen. Das brauche ich nicht auf zweimal verteilen. Wie ist hier so? Hat der weitergemacht? 0%. Ach, der lädt auf, oder wie? Ja, der lädt auf. Kann ich irgendwo sehen, was er für eine Reichweite hat? Ist das jetzt der Schutz? Ich weiß es nicht. Okay. Ey, ich bin mir unsicher. Ich baue meine Bertha hier hin. Ich werde sie nicht mehr brauchen. Boah.
Ja, ich fürchte, wir rennen jetzt hier einfach durch. 1 Minute 30. Ich hätte ganz gern noch echt eine abgeschossen. Rot wehrt sich noch tapfer. Naja, mehr oder weniger tapfer. Weil wenn der verreckt, dann ist es wieder Atombombe. Jups, oder fast. Jetzt ziemlich angeschlagen. Reicht das noch? Das reicht noch. 43 Sekunden. Haltet euch zurück. Was ist das da? Ach, das ist meine andere. Wo latschen denn die lang? Sind die da oben nicht rumgekommen? Seid ihr zu fett? 20 Sekunden. Ja, der rennt da jetzt auch runter. Nein! Lass mich das mit der Atombombe machen, bitte! Fünf, vier, drei. Ich kann nämlich sofort schießen. Wahrscheinlich muss ich erst noch 5 Minuten aufladen. Obwohl ich beim letzten Spiel praktisch jede Minute eine verpasst bekommen habe. So, wie mache ich das jetzt? 0. Naja. Naja. Na, ich fürchte, das wird nichts mehr. Ich fürchte, das wird nichts mehr. So, der Anti-Nuke ist eigentlich. Ja, der latscht da rein. Vielleicht wird er ja aufgehalten. Von der Verteidigung. Quetschen sich meine ganzen. Boah. Ganzen Einheiten hier mal durch. Es ist schon was los hier auf der Karte. Es sind schon ein paar mehr Einheiten als sonst. Aber wie gesagt, auf der Karte war es jetzt nicht so extrem, muss ich sagen. Ja, die rennen jetzt hier rein. Boah. Und das? Das wird wahrscheinlich gerade genau nicht reichen, weil der hier alles plattnudelt. Boah, ja, das ist jetzt. Der knuspert sich hier durch. Ich will noch eine Atombombe abwerfen. Das klingt irgendwie falsch, aber. Set target, okay. Fired will. Set target, hier. Blink, 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 blink. Hat er eigentlich schon abgefeuert? Yo! Oh, oh. Ist meine Bärte auch bald fertig? Ich seh die gar nicht, ne? Nee, weil ist ja wahrscheinlich oben in der Stratosphäre. Leute, ihr seid hier ganz fehl am Platz. War das die Atombombe? Ja, das war sie. Stimmt, da finden wir diese Fünkchen. Game over! LA Team One. Sehr gut. Jo, das war mal ein kurzer Einblick in Beyond All Reason. danke fürs Zuschauen. Viel Spaß. Vielleicht mache ich noch eine Folge. Ich glaube, ich mache noch eine Folge. Ich mache noch eine. Bis gleich. Tschüss.